Da ist der Baumstumpf. Okay, wir sind wieder zu Hause. Sehr schön. Puh, rein. Was hast du uns denn noch zu sagen? Hallo. Oh, mein Retter und kundiger Führer. Es hat gar nicht so lange gedauert, bis wir aus dem Wald gefunden haben. Sag das nochmal, nachdem du die Strecke mit hochhackigen Schuhen zurückgelegt hast. Machen Sie sich nichts draus. Mich wollte der Bürgermeister auch nicht zum Schloss hinaufbringen. Ja, aber du bist du und ich bin all das hier. Warum sollte er Sie eher aufs Schloss hinaufbringen als mich? Ich habe sehr höflich gefragt. Sowieso alles sinnlos. Der Kerl denkt nur an diesen kopflosen Reiter und dass er als letzter Dorfbewohner verschleppt werden könnte oder irgendwas. Es gibt ja auch Leute mit echten Problemen. Haben Sie vielleicht etwas Silber? Dann könnte ich einen Silberbolzen machen und mich so gegen den Werwolf verteidigen. Was interessiert mich der Werwolf im Wald? Ich will ins Schloss. Das ist die andere Richtung. Ja, aber wenn der Werwolf aus dem Weg geräumt ist, kann ich mich um den kopflosen Reiter kümmern. Und wenn der weg ist, bringt uns der Bürgermeister zum Schloss. Ziemlich weit hergeholt. Da inszeniere ich lieber eine Kleidungsfehlfunktion und überzeuge den Trottel damit, alles für mich zu tun. Allerdings ist das ein gewisses Risiko. Ich habe Vladi geschrieben, ich sei eine tugendhafte Jungfrau. Haben Sie nun Silber oder nicht? Natürlich besitze ich Silberschmuck, aber nicht für deine Spielereien. Ich glaube, es gibt einen Weg, den Grafen von ihrer Anwesenheit im Dorf in Kenntnis zu setzen. Ja? Alles, was ich dafür brauche, ist ein wenig Silber. Wozu? Ich gebe ihm einfach Lichtsignale. Morsecode, verstehen Sie? Wenn ich einen richtig, richtig guten Spiegel hätte, würde das Mondlicht dafür ausreichen. Und nichts spiegelt Mondlicht besser als Silber, wie jedes Kind weiß. Klar, man sagt ja auch, der Mond schien silbern und sowas. Richtig. Ich würde das Silber einschmelzen und auf eine Glasscheibe dampfen. Verdammt clever. Wie viel Silber brauchst du? Etwa so viel, wie man für einen Armbrustbolzen aus Silber bräuchte. Naja, wenn alles läuft wie geplant, habe ich bald Truhen voll von dem Zeug. Vielen Dank. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Es ist wichtig. Ich habe vorhin zufällig diese Rüstung für weibliche Krieger gesehen. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Meinst du, Vladi würde sie gefallen? Bestimmt. Keine Ahnung. Einem Pfeilhagel würde sie auf jeden Fall nicht standhalten. Pfeilhagel? Das Ding ist doch nicht zum Kämpfen da. Meine Rede. Eine Breitaxt ans Bein und das war's. Die clevere Dame kämpft nicht mit Pfeilen oder Breitäxten. Sie bringt andere dazu, für sie zu kämpfen. Aber wenn eine junge Kriegerin wirklich kämpfen will, hat sie dann nicht auch eine richtige Rüstung verdient? Hübsch aussehen und wissen, was man will. Nur so kommt man im Leben voran. Der Wolfspelz, den Sie da haben, können Sie ihn mir geben? Warum? Such dir selber einen. Aber ich brauche ihn. Eigentlich sogar 10. Und ich? Soll ich frieren, nur weil du einen Pelz brauchst? Wenn Ihnen kalt ist, kann ich Ihnen diese schöne Wolldecke anbieten. Danke, aber mit dem Pelz geht's. Ja, aber finden Sie nicht, dass das Fell ein wenig seltsam aussieht? Du meinst... Naja, ich weiß nicht. Schick ist es nicht. Aber Felle sind doch so flauschig. Egal, was die blöden Tierschützer sagen. Ich komme aus Seefels. Dort decken sich die Damen die Beine mit Wolldecken zu. Tatsächlich? Da fällt mir gerade ein, Vladi hat die Wölfe in einem seiner Briefe mal seine Kinder der Nacht genannt. Da wollen Sie sich doch bestimmt nicht mit einem Wolfsfell über den Beinen erwischen lassen, oder? Ich hätte hier eine schöne Wolldecke im Angebot. Viel besser. Wir haben einen Wolfspelz. Reicht das? Herr Whale will mir die Armbrust für 10 Wolfspelze verkaufen. Nein, nein, nein. Ich verkaufe sie dir nicht. Ich habe sie dir als Belohnung für eine Quest angeboten. Und die Quest ist, dass ich 10 Wolfsfelle abliefere. So ist's richtig. Hallo. Ja? Schauen Sie hier, ein Wolfsfell. Fehlen noch 9 Wolfsfelle. Sie haben es sich gar nicht angesehen. Es war ein Wolfsfell.
Fehlen noch 9. Brauchen Sie wirklich noch 9 andere Fälle? Sie hat schon das erste nicht interessiert. Die Quest lautet 10 Wolfsfälle für eine leichte Armbrust. Ein Fell wurde abgegeben, fehlen noch 9. Wenn es dir dann mehr Spaß macht, kann ich mir eine Geschichte ausdenken, wofür ich sie brauche. Kann man bei Ihnen vielleicht Wolfsfälle kaufen? Klar. Ein Wolfsfell für, 3 Federn, eine Harpühe. Vergessen Sie's. Auf wie? Das hoffe ich. Okay. 10 Wolfsfälle. 1 haben wir von 10. Vielleicht können wir das Teil jetzt erstmal reparieren lassen von Gulliver. Könntest du vielleicht die Presse reparieren, Gulliver? Nate, das ist doch ein Job für dich, oder? Der Junge hat seinen alten Herrn längst überholt, wenn es um Reparaturen geht. Das war's schon? Wow, du bist schnell. Heißt das, wir können das jetzt wieder mitnehmen? Oder können wir die Lehmklumpen gleich mal hier pressen lassen? Ein perfekter Lehmziegel. Ich habe den Lehm in Ziegelform gepresst. Würde ich ihn nun brennen und das ein paar hundert Mal wiederholen, könnte ich mir daraus ein Haus bauen. Ich weiß nur nicht, was ich damit soll. Leerstehende Häuser gibt es hier genug. Der Lehm ist ganz... Aber es ist wohl nicht der richtige Zeit... Punkt für Spielereien. Ja, ich weiß, ich weiß. Warte mal. Abdruck vom Eisenbolzen. Ein absolut perfekter Abdruck des eisernen Bolzens. Haha, warte mal, jetzt das da rein? Der Becher ist fast voll mit Silberschmuck. Sah erst gar nicht nach so viel aus. Dann schmelzen. Mal schauen, was passiert. Oh, heiß. Sogar heiß genug, um das Silber im Becher zu schmelzen. Aber wie kommen wir da jetzt wieder ran? Warte mal. Das funktioniert bestimmt nicht. Der Lehm ist ziemlich feucht und durch das heiße Silber würde das Wasser explosionsartig verdampfen. Ich bin immer noch ein Gnom. Und Gnome kennen sich von Natur aus mit explosionsartigen Verdampfungen aus. Besser, ich stecke den Abdruck nicht in meine Tasche. Er könnte sich verformen, aber hier in der Nähe kann ich ihn benutzen, wenn... Okay. Das offene Feuer eignet sich, glaube ich. Das Wasser... Geht das denn mit der Kohle? Brenne den Lehmblock. Also schön. Ein Abdruck eines Armbrustbolzens für die Ewigkeit. Das ist das Wasser aus dem Lehm. Der Block war ziemlich feucht. Der Block hat sich verformt und, wenn mich nicht alles täuscht, ist er um mindestens ein Drittel seiner ursprünglichen Größe zusammengeschrumpft. So kann ich mit dem Abdruck des Bolzens nichts anfangen. Er ist nun kleiner, als er sein sollte und obendrein auch noch krumm und schief. Schade. So kann ich mit... Schade. Heißt das, ich muss das jetzt nochmal machen? Oder gibt's andere Möglichkeiten? Nee. Oh, Dreck. Grober Sand, grober Sand. Ob ich auch den Sand zu einer Art Ziegel pressen kann? Er ist trocken, deswegen klebt er vielleicht nicht gut. Hat funktioniert. Der Sand bildet einen recht festen Block, wie es scheint. Trotzdem lasse ich ihn am besten in der Presse, damit er nicht auseinanderfallen kann. Ein sehr guter Abdruck des Bolzens. Ich sehe keinen Unterschied zum Original. Aha, und jetzt das geschmolzene Silber verwenden. Das ist der spannende Augenblick. Nate, kannst du vorsichtig das flüssige Silber in die Sandform gießen, ohne dir die Zangen zu verbrennen? Ganz vorsichtig. Hervorragend! Gut gemacht! Das Silber hat gerade gereicht. Die Form im Sand ist bis oben mit Silber gefüllt und es kühlt schon ab. Jetzt heißt es warten.
Perfekt. Er sieht exakt so aus wie der Eisenbolzen, nur dass dieser hier auch einem Werwolf Schaden zufügen kann. Jetzt fehlt mir nur noch die Armbrust zum Bolzen. Okay, nur noch die Armbrust? Hast du noch eine Idee, wo wir die Wolfspelze herkriegen? Gulliver? Wilbur, wie können wir helfen? Im Herz des Waldes müsste es viel psychokinetische Energie geben. Was für ein Ding? Naja, so eine Art Energie, die von übernatürlichen Sachen ausgestrahlt wird. Man kann sie mit so einem kleinen Gerät mit Ärmchen dran aufspüren. Könnt ihr so ein Gerät bauen? So ein kleines Gerät mit Ärmchen dran, das Spuk aufspürt? Keine besonders präzise Beschreibung. Kannst du Konstruktionspläne besorgen? Dann können Nate und ich unser Glück versuchen. Nein, glaube nicht. Schade. Wenn wir uns keinen eigenen PKE-Detektor bauen können, müssen wir irgendwie den vom Bürgermeister bekommen. Aber er will ihn nicht hergeben, weil er ihm zuverlässig die Gegenwart von übernatürlichen Dingen anzeigt. Was schlägst du vor? Ich arbeite daran. Ich dachte mir, im Dorf wärt ihr vielleicht sicherer als hier. Ich habe den Bürgermeister gefragt, ob ihr dort warten könnt. Lass mich raten, was er gesagt hat. Zombies kommen mir nicht ins Haus. Das ist doch ungerecht. Warum will er euch nicht helfen? Die Leute kennen uns nicht. Und vor dem, was sie nicht kennen, haben sie Angst. Vielleicht kann ich nochmal mit ihm reden. In Seefels dachte ich, dass Erfolg und genug Geld die Leute vielleicht vergessen lassen könnte, wer wir sind. Aber das tun sie nicht. Nie. Also gut. Haltet die Stellung. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Tja, eigentlich könnte ich euch gerade gebrauchen, aber was soll's. Immerhin haben wir jetzt schon mal einen Silberbolzen. Damit können wir demnächst gegen den Werwolf antreten. Wie auch immer. Doch wir brauchen das PKE-Gerät. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich einen Geist fernhalten könnte. Oh, dann bist du also der Geisterexperte, ja? Hast du dein Leben auch in einem verfluchten Dorf verbracht und bist als einziger übrig, nachdem alle anderen längst fort sind? Sogar der alte Reverend Südo, der ja angeblich alles über das Böse wusste? Entschuldigung. Und trotzdem sind wir uns nicht sicher. Hallo? Gibt's hier noch mehr? Nein, auch der Kamin bringt nichts mehr. Mit der da will ich gar nicht reden. Ach. Du willst mir nicht helfen, ne? Mein selbstgegossener Silberbolzen nützt nicht viel, solange ich die Armbrust nicht habe. 10 Wolfspelze will der Bürgermeister dafür haben. Hallo. Ja? Wegen des Detektors. Könnten wir nicht doch nochmal über den Detektor sprechen? Ich brauche ihn dringend, um das Herz des Waldes zu finden. Und ich brauche ihn, um Übernatürliches in meiner Umgebung aufzuspüren. Solange das Gerät mich zuverlässig vor sämtlichem Spuk warnt, ist es ein unerlässlicher Begleiter. Auf das... Das gibt es nicht. Wir brauchen dringend diesen Detektor und ich weiß nicht, wie wir an den rankommen sollen. Bürgermeister Armbrust betrachte das Regal... Mit dem Pfeil können wir nichts machen, auch mit dem Silberpfeil nicht. Wie sieht's aus mit der Axt? So, Inventar schließen, ich dachte schon. Nee. Trachte die Bretter. Irgendwas fehlt doch garantiert. Irgendwas Kleines, die Wäscheleine. Was machen wir? Wie kriegen wir die ab? Das Bettlaken könnte ein guter Anfang für ein Geisterkostüm sein. Zeit für einen Geisterauftritt. Ja! Was soll das? Ich bin der Geist des Waldes. Haben wir nicht schon genügend echte Spukgestalten hier? Musst du dich jetzt auch noch als eine verkleiden? Ich, weiß nicht, wovon du sprichst. Ich kann deine Füße sehen. Und ist das mein Bettlaken? Du hast den Geist des Waldes verunsichert, aber ich komme wieder.
Ich weiß nicht wie, aber er hat mich erkannt. Könnte damit zu tun haben, dass er als Bewohner des Düsterwalds viel Erfahrung mit Spukgestalten hat. Oder es lag an meinen Füßen, die unter dem Bettlaken hervorguckten. Heißt das, wir brauchen noch etwas anderes als das Bettlaken? Betrachte die Bretter. Vielleicht brauchen wir auch diese Leine, aber wie kommen wir an die Wäscheleine ran? Wir gucken uns nochmal in der Stadt um. Schwer zu sagen, wie alt das Dorf ist. Es könnte hunderte Jahre hier am Rand des Waldes gestanden haben. Okay, das war's schon. Ja, cool. Ging doch schneller als erwartet. Tritt den Wald. Nein, die Wäscheleine brauchen wir erstmal nicht anzuklicken. Die Bretter. Irgendwas müssen wir mit den Brettern noch machen. Das wird so nichts. Löse die Bretter. Vielleicht kann mir das helfen. Ich kann nicht sehen. Der Wolfspelz liegt genau vor dem Loch. Ach, nimm ihn. Hab ihn. Na, sehr schön. Ich habe übrigens wieder einen Wolfspelz. Unser Geist. Was sollte das? Ich dachte mir, ein kleiner Scherz könnte vielleicht die Atmosphäre auflockern. Über Geister macht man keine Scherze. Ich habe hier noch ein Wolfsfell für Sie. Ein anderes. Großartig. Fehlen noch 8 weitere Wolfsfelle. Aber selbstverständlich. Kleinen Augenblick. Damit wären es 10. Und? Hast du während der Erfüllung der Quest Erfahrung gesammelt? Ja. Sowieso. Generische Sammelquests machen keinen Spaß. Nein, ich hab gecheatet. Ne? Ja, niemand hat Spaß an generischen Sammelquests. Es schlägt die Zeit tot. Und kommt es darauf nicht an? Eigentlich nicht. Hier ist deine Armbrust. Juhu! Ah, sehr gut. Damit habe ich alles, um endlich tiefer in den Wald vordringen zu können. Wünschen Sie mir Glück? Das tue ich. Und du wirst es brauchen. Ja, vor allem werde ich auch das PKE gebrauchen können. Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wir gucken mal, wie wir dann das PKE bekommen. Und dann geht's in den Wald. Dann haben wir alles soweit. Dann haben wir sowohl die Armbrust als auch die Armbrustbolzen und das PKE. Und dann geht die Party richtig los da in dem Düsterwald. Bis nachher.